Ihr zeichnet gerne. Ja, wieso habt ihr dann keinen Stift? Kein Problem, heute zeige ich euch Schritt für Schritt, wie euer Avatar das wiedergibt, was er auf dem Bildschirm zeichnet. Alles, was ihr hierfür benötigt, ist kostenlos und umfasst VisiFace, sowie das Programm NyatTrack, welches ihr auf der Homepage von der finnischen VTuberin Sufidriel bekommt. Für NyatTracker geht dazu einfach auf sufidriel.com und scrollt dann nach unten, bis ihr NyatTracker seht. Packt anschließend die ZIP-Datei an den Ort eurer Wahl und das war's. Startet anschließend das Programm. Sobald es geladen ist, bittet das Programm euch, dieses zu kalibrieren. Ihr macht das, indem ihr euch versichert, dass NyatTracker das aktive Programm von eurem Computer ist. Klickt dazu einfach einmal in das Fenster und positioniert anschließend eure Maus in der linken oberen Ecke und drückt einmal die Leertaste. Als nächstes geht ihr mit der Maustaste in die rechte untere Ecke und drückt wieder die Leertaste. Wenn ihr das gemacht habt, dann seht ihr, wie die Vorschaufigur die Bewegung von eurem Mauszeiger nachmacht. Wenn euch die Bewegungen zu ausgeprägt sind, dann könnt ihr den Bereich mithilfe den Slidern Canvas Size X und Y verkleinern bzw. vergrößern. Mit Canvas Distance gebt ihr an, wie weit die Zeichenfläche von eurem Avatar entfernt ist. Wollt ihr die Position ändern, dann braucht ihr die beiden Regler Canvas Pose X und Y. Solltet ihr Linkshänder sein, ist natürlich für euch auch gesorgt. Aktiviert einfach diese Checkbox, welche mit Left-Händer beschriftet ist und tada, der Avatar ändert die Zeichenhand. Seid ihr unzufrieden mit der Kalibrierung oder wollt diese aus irgendeinem Grund erneut machen, dann kommt ihr mit dem Knopf Calibrate erneut zur Kalibrierung. Sei euch aber auch hier gesagt, wenn der kalibrierte Bereich kleiner als euer Bildschirm ist, dann hört der Avatar auf, sich zu bewegen, wenn ihr diesen Bereich überfährt. Um Rechenleistung zu sparen, setzt den Haken bei Hide Dude und der Forscherjunge verschwindet. Wenn ihr jetzt aber euren Avatar im Programm haben wollt, muss ich euch sagen, dass dies nicht möglich ist. Hierfür benötigt ihr einen separaten Face-Tracker mit VMC-Unterstützung, der dieses Programm nur die Mausbewegungen erfasst. Ich empfehle hierzu VisiFace, welches ich auch in diesem Video euch zeigen werde. Startet VisiFace einfach und geht unter Einstellungen auf Allgemeine Einstellungen, sucht den Punkt OSC-VMC-Receiver und aktiviert diesen. Gebt als nächstes dort, wo Port steht, die Portnummer bzw. die IP-Adresse an, welche bei NyatTracker hinterlegt ist. Wichtig hierbei ist, dass dieser Port von keinem anderen Programm gerade verwendet wird, da das Ganze sonst nicht funktioniert. Allerdings ist hierdurch euer Avatar steif wie ein Brett geworden und bewegt sich außer beim Arm überhaupt nicht mehr. Um eure Bewegungen wiederzubekommen, setzt den Haken bei Apply VisiFace Tracking und aktiviert alles, was anschließend erscheint, mit Ausnahme von Track Fingers und Track Hands to Shoulders. Und tada! Euer Avatar bewegt sich nun so, wie es sein sollte, wenn ihr zeichnet. Wenn ihr jetzt auch noch einen Stift in der Hand haben wollt, keine Sorge. Ich schenke euch diesen selbstgemachten Malstift, welchen ihr ohne irgendwelche Einschränkungen verwenden könnt. Der Link findet ihr in der Beschreibung. Solltet ihr nicht wissen, wie ihn einsetzt, dann klickt diese Playlist hier einfach an, in der ich euch, ohne dass irgendwelche Vorkenntnisse erforderlich sind, innerhalb von 15 Minuten zeige, wie ihr den Stift an euren Avatar mit Hilfe von Unity befestigt und ihn auf Knopfdruck ein- und wieder ausblenden könnt. Also, hoffentlich sieht man sich in diesen Videos wieder. Meine Landratten.